Hey Leute, ich zeige euch jetzt, wie ihr eine Tastatur an die PlayStation anschließen könnt. Ihr braucht dazu eine Tastatur. Ich habe hier die Apple-Tastatur. Ihr könnt aber auch andere Tastaturen nehmen. Das Wichtigste ist, dass sie Bluetooth-fähig ist. So, jetzt startet ihr die PlayStation und macht die Tastatur an. Bei der Apple-Tastatur ist hier der Anschalter, den drückt ihr einfach einmal. Nun geht ihr bei der PlayStation fast ganz links rüber. Zu Einstellungen und dann auf Peripheriegeräte-Einstellungen. Nun geht ihr auf Bluetooth-Geräte verwalten und unten auf neues Gerät registrieren. Das sieht man jetzt im Bild nicht so gut, das ist das weiße Feld. Jetzt geht ihr auf Scannen starten. Jetzt hat er hier Apple Wireless Keyboard. Das ist meins und da klicke ich jetzt drauf. Und jetzt verbindet er sich schon. Das kann eine Zeit dauern, da muss man einfach nur kurz warten. Jetzt muss man innerhalb von einer halben Minute den unten stehenden Passkey eingeben und mit der Enter-Taste bestätigen. Das mache ich jetzt eben. Jetzt steht da auch schon Registrierung erfolgreich. Jetzt drückt man die Kreistaste, um zurückzukommen. Und jetzt sieht man hier auch Apple Wireless Keyboard, Eingabegerät verbunden. Jetzt könnt ihr im Internet mit euren Tastatur, ohne immer lästig mit dem Controller tippen zu müssen. So, das war's auch schon. Viel Spaß. Ciao.